Hallo, also heute mache ich einen richtig guten Braten. Aber ich mache keinen richtigen Braten, sondern ich nehme Brathühner, ja? Aber anstatt wie bei einem typischen Braten, wie bei einer Lammkeule oder Fleisch, werde ich das Gemüse in den Mittelpunkt stellen und es mit wunderbaren Kräutern zubereiten. Und jedes Gemüse ist etwas Besonderes. Hallo, Tiger. Hallo, Darling. Wie geht's dir denn so? Alles bestens. Und bei dir? Auch alles okay. Was ist der Anlass? Das ist kein richtiger Anlass. Ich kann meine Bauarbeiter nicht mehr sehen. Ich habe ihnen ein kleines Angebot gemacht. Ich koche ihnen ein schönes Mittagessen. Ja. Und dann sind sie hoffentlich mit ihrer Arbeit fertig, hauen ab und lassen mich zufrieden. Ich mache heute eine schöne Sache mit Gemüse. Okay. Für jedes Gemüse nehme ich andere Kräuter, verstehst du? Ich hole mir mal, während du hier beschäftigt bist, Rosmarin und Thymian. Dann brauche ich noch... Für wie viele brauchst du? Oh, ich schätze, das werden vielleicht 10 oder 12 Leute. Aha. Wahrscheinlich werden mehr kommen. Du weißt ja, wie Bauarbeiter sind. Was kriegst du von mir? 15 Pfund. 15 Pfund? Na toll, bei dir kriegt man auch was fürs Geld. Du kriegst hier immer einen Rabatt, das weißt du doch. Ja, das ist nett. Und ich werde am nettesten bedient in ganz London. Ja. Also, mach's gut. Seht euch diese wunderbaren Vögel an. Ich liebe Braten. Braten sind fantastisch. Ich weiß eigentlich gar nicht, woran das liegt. Familie, Behaglichkeit, so richtig gemütliches Essen und ich glaube, jeder kann braten. Aber ich möchte jetzt einen normalen Braten richtig aufregend machen. Also, dazu habe ich hier ein paar kleine Tipps, damit dieses Huhn was ganz Besonderes wird. Und hier drüben habe ich Kartoffeln, die ich halb gar koche. Hier habe ich Pastinaken und hier habe ich 3 Zitronen drin. Über die reden wir gleich noch. Und dann habe ich hier Karotten, frisch geputzte Karotten. Und heute möchte ich einen wunderbaren Braten machen. Versteht mich nicht falsch. Aber gleichzeitig möchte ich auch fantastisches Gemüse zubereiten. Und nicht einfach nur gekochtes Gemüse, sondern etwas, was richtig aufregend ist. Und hier habe ich Kumin, was irgendwie gar nicht zu Karotten passt. Aber eine kleine Prise davon, die wird zum Kochen gebracht. Und dadurch bekomme ich das ganze Aroma, das dieses Gewürz zu bieten hat. Und das gibt den Karotten einen sehr schönen Geschmack, denn die Karotten werden süß. Übrigens, ich mache die Karotten auf französischer Art mit etwa 2 Esslöffeln Zucker. Und dadurch bekommen sie die leichte Süße. Und das ist eigentlich gar nicht für die Karotten gedacht, sondern eher für das Wasser, das den Karotten den Geschmack verleiht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ich habe da Kumin drin, ich habe da Zucker drin. Jetzt kommt noch eine kleine Prise Salz. Und dann muss natürlich noch Butter rein. Ein schönes, kräftiges Stück hau ich da rein. So, das müsste reichen. Das Ganze muss natürlich aufgekocht werden. Das heißt, wir bringen alles zum Kochen. Und die Butter und die Gewürze, das Salz und der Zucker werden in die Karotten einziehen. So, dass nachher jeder Bissen einfach wunderbar schmeckt. So, was mache ich als nächstes? Ich habe hier etwas Rosmarin gekauft. Und den stecke ich einfach in kochendes Wasser. Das hat folgende Bewandtnis. Ihr könnt das natürlich auch zu Hause mit dem Wasserkessel machen. Einfach drüber gießen, ja? Ich habe nämlich herausgefunden, wenn man das mit Kräutern macht. Und ich habe hier nur ein bisschen Rosmarin. Das heißt, die Menge reicht nur für ein bisschen Aroma. Aber wenn man ihn ins kochende Wasser hält, dann riecht das total anders. Ich verstärke also das Aroma nochmal. Und das hat man häufig beim Kochen, dass man das Aroma nochmal intensivieren kann. Also, der Rosmarin riecht jetzt ganz anders. Das ist ein guter Tipp. Was mich immer wieder begeistert ist, denn ich meine, was am Kochen so wunderbar und aufregend ist... Okay, wir machen Braten in England jeden Sonntag und das ist nichts Außergewöhnliches. Aber mit solchen Sachen wie Rosmarin in kochendes Wasser zu halten. Und wenn man damit das nächste Mal seinen Freund oder seine Freundin bekocht oder sogar seine Schwiegermutter, die wird sagen, mein Gott, ist das fantastisch. Und das liegt an diesen kleinen Tipps. Also, ich habe den Rosmarin da drin und dann reichlich Knoblauch. Eine ganze Knolle, die man nicht zu schälen braucht. Und eine Zitrone. Ich schäle die Zitrone mit dem Gemüseschäler. Und die Schale, die duftet wunderbar. Sehr frisch. Tja, und was wir hier haben, ist eine fantastische Kombination von Aromen. Die nicht nur für Huhn gut wäre, sondern auch für Schweinefleisch und Fisch und solche Sachen. Eine kleine Prise Salz und dann... Und dann haut ihr alles zu Brei. Ja, man kann es förmlich riechen. Absolut fantastisch, was sich hier entwickelt. Da werden die Sinne geweckt. Ich bin sicher, meine Nachbarn denken bestimmt, bei mir wird gebaut oder ich bin am Basteln oder so. Ich muss ja immer drauf rumhauen. Es riecht prima und es wird nachher den Geschmack unterstreichen, wenn wir die Hühner damit einreiben. So, ich gebe ein paar Esslöffel Olivenöl hinzu. Und jetzt wird die Sache ganz langsam durchgerührt. Und wir bekommen eine wunderbare Marinade. Selbst wenn man damit Lammkeule einreiben würde, sie würde fantastisch schmecken. Okay. Und jetzt kommt das alles auf die Hühner drauf. Einfach drauf tropfen lassen. Holt alles raus aus dem Stößel. Ach nein, die richtige Bezeichnung ist ja Mörser. So, einfach einreiben.
Es ist wichtig, dass man nicht alles draufgießt in der Hoffnung, dass alles bedeckt wird, sondern man muss die Vögel richtig kräftig einmassieren. Hier steht die Oberseite. Hier hinten auch. Das kommt auch noch dran. So, das könnte ich jetzt einfach in den Ofen stellen und das würde fantastisch werden. Aber vorher kommt noch ein kleiner Tipp. Ja, ehrlich, denn ich habe mir neulich gedacht, das ging mir so durch den Kopf, wo ist denn meine... Ah, da ist es ja. Also, ich habe Folgendes gedacht. Es ist nämlich ein alter Trick, dem Huhn eine Zitrone hinten reinzuschieben. Denn Zitronen und Hühner sind eine prima Kombination. Das läuft einfach fantastisch, da kann nichts passieren. Aber wenn man eine kalte Zitrone in das Huhn steckt, da hat man vielleicht noch 10 Minuten Garzeit, in der die Zitrone wirklich heiß wird. Versteht ihr, was ich meine? Da bricht das Aroma nicht richtig raus. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich koche die Zitrone. Ich koche sie vor mit entweder den Kartoffeln oder den Pastinaken, die ich hier aufgesetzt habe. Und dann wird die Zitrone, so wie man sie es vorstellt, so richtig heiß. Und wenn ihr mal hinschaut, wenn ich da mein Messer reinsteche. Augenblick, das könnt ihr gleich beobachten. Da kann man buchstäblich sehen, wie das Aroma herauskommt. Seht ihr das? Das ist das totale Aroma. Einfach ein paar Mal hineinstechen. Und ich weiß, wenn ich die Zitrone einem Huhn in den Hintern schiebe, wird das Aroma da drin buchstäblich explodieren, wie man hier sehen kann. Und da ist noch ein Trick dabei. Und das ist wirklich sehr clever gedacht. Denn das Huhn wird von Anfang an in der Mitte wärmer sein. Und das bedeutet, die Garzeit wird ein bisschen reduziert. Und das Huhn wird natürlich sehr viel saftiger. Also, ab damit. Rein in die Hühner. Oh, das wird wunderbar. So, ich mache Folgendes. Ich habe einen Bräter im Ofen. Und der Ofen läuft auf etwa auf 400 Fahrenheit, also 230 Grad Celsius. Und ich mache Folgendes. Ich lege die Hühner in den vorgeheizten Bräter, damit sie gleich von Anfang an schön losbraten können. Merkt ihr, wie das zischt? Und der Bräter kommt jetzt in den Ofen für ungefähr 1,5 Stunden. Und während sie vor sich hin braten und mein Gemüse vor sich hin köchelt, schaue ich mal nach den Bauarbeitern, weil sie heute Morgen mit ein paar Lunchpaketen angekommen sind. Und ich möchte sicher sein, dass sie noch hungrig sind. Hey, meine Freunde. Habt ihr noch Lust auf mein Essen? Ganz bestimmt. Na schön, Mann. Wie viele seid ihr? So 10 bis 15. 10 bis 15, alles klar. Ich denke, es dauert noch 2 Stunden. Ihr könnt irgendwas zusammennageln, auf dem wir nachher essen können. Kein Problem. Ja, überlass das mir. Also, mit den Jungs vom Bau ist alles klar. Ich glaube, sie sind überrascht, dass ich das tue. Also, nochmal zum Hauptthema heute. Heute geht es darum, das Gemüse in den Vordergrund zu stellen. Die Hühner sind da drin, die werden riesig. Und dann habe ich hier Butternusskürbisse geholt. Die sind echt billig und halten sich, um ganz ehrlich zu sein, wochenlang im Kühlschrank. Und die heißen auch Flaschenkürbis. Und das ist ein Gemüse, das ich meiner Mutter vorgestellt habe. Und sie liebt es, wenn man so viel damit machen kann. Ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht. Viele denken wahrscheinlich, dass man die Rinder abschälen muss. Nein, denn wenn man sie brät, werden sie weich und süß. Ganz fantastisch. Und der heißt nicht ohne Grund Butternusskürbis. Und das hat auch seine Berechtigung, weil er süß ist und im Geschmack irgendwie butterig ist, lecker ist und nach mehr schmeckt. Ich schneide ihn in der Mitte durch. Ich mache mir übrigens nicht die Mühe, die Kerne zu entfernen, denn die Kerne werden beim Braten so ähnlich wie Erdnüsse, ehrlich. Also, ich schneide ihn auf in ungefähr 8 Teile. Jede Hälfte also in 4 Stücke oder so. Hier, der wird nochmal geteilt. Die meisten fragen, was können wir damit machen? Also ich tue da ein bisschen Olivenöl drauf und ein bisschen Salz und Pfeffer. Und das schmeckt fantastisch. Und man könnte sogar einen schönen warmen Salat machen mit diesem Kürbis. Was ich beim Braten sehr gerne mache, ist, es ist ja so, dass jeder erwartet, dass sein Braten richtig gut wird. Aber wenn man ihn so luxuriös machen kann wie in einem schicken Restaurant oder so, dann möchte ich auch, dass jeder Bissen ein Festmahl wird und wirklich interessant schmeckt mit einem anderen Aroma, das herausgekitzelt wird. So, ich habe hier diesen schönen süßen Butternusskürbis. Und ich habe den Rest von der Marinade auf diesem Blech, die ich bei den Hühnern verwendet habe. Ich werde jetzt den Kürbis einfach darin wenden. Ich schiebe die Teile hin und her, bis sie richtig schön kräftig glänzen. So, hier ist noch ein bisschen. Okay, ich reihe die Stücke hier auf. Wie eine kleine Kürbisarmee. Wunderbar. So, als nächstes brauche ich ein bisschen Paprika. Wo ist sie? Ach, da oben. Und die gibt's in diesen schicken kleinen Dosen. Niedlich. Und davon brauche ich jetzt einen Teelöffel. Ich habe irgendwo gelesen, Paprika wird aus einer bestimmten Sorte Capsicum gemacht. Das sind diese roten Pfefferschoten. Und in diesem Fall werden sie geräuchert und dann gemahlen. Getrocknet und gemahlen. Und sie haben ein fantastisches Aroma. Und das ist ganz fantastisch für Tajinen oder Lammeintopf oder sowas. Also, tut ein bisschen auf den Teelöffel und streut es ganz vorsichtig auf den Kürbis. Schön vorsichtig auf den Kürbis verteilen. Ihr werdet begeistert sein. Das schmeckt absolut fantastisch. Und wenn er nachher gebraten ist, könnte man ihn in einen Topf mit Brühe tun. Und eine geile Suppe daraus machen oder irgendwas in der Art. Man hatte echt verschiedene Möglichkeiten. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und fertig ist die Zubereitung. Wir haben hier also eine Geschmacksrichtung. Zack, auf der einen Seite des Bleches. Und dann habe ich hier noch die Pastinaken.
Diese Wurzeln, die ich ein paar Minuten vorgekocht habe, damit sie ein bisschen weicher werden. Und das hat auch einen besonderen Grund. Es ist ja so, wenn man sie roh reintut, dann bleiben sie hart und werden geröstet, was durchaus in Ordnung sein kann. Aber das Gute beim Vorkochen ist, dass sie in der Mitte leicht und locker werden und dann außen braun und knusprig werden, was dem Geschmack gut tut. So, und dazu nehme ich etwas von dem Honig. Und ich brauche gar nicht viel, höchstens einen Esslöffel voll. Und interessant, da ist noch die Wabe drin. Also wie gesagt, ich brauche nur einen Esslöffel. Und wenn ich ihn auf die Pastinaken schütte, dann schmilzt er und wird ganz wunderbar. Tja, und wenn ich darüber nachdenke, an die Wurzeln und an den Honig, dann denke ich, gerade weil ja Honig drin ist, dass Thymian dazu passen würde. Das wäre eine fantastische Kombination, aber auch Rosmarin. Oder vielleicht auch Lorbeerblätter, toll, aber ich werde Thymian nehmen. Und dafür verwende ich einen richtigen Zweig. Ach übrigens, das ist schöner Zitronenthymian. Hey, Freunde, nicht so laut da unten! Und, ich lebe mit diesen Bauarbeitern schon seit über einem Jahr. Oder länger sogar. Und, die machen mich wahnsinnig mit ihrem Krach. Ich meine, das sind prima Kerle, versteht mich nicht falsch. Aber dieser Krach... Also, auch den Thymian kann man ein paar Sekunden unter heißes Wasser halten. Einfach rein zu den Karotten. Ausgezeichnet. Der Geruch ist völlig anders. Es ist unglaublich. Also wirklich, ich habe diesen Tipp erst neulich bekommen. Es ist super, sage ich euch. Also, den Thymian einfach reintun. Ruhig die ganzen Zweige. Und er wird beim Braten wahrscheinlich auf den Boden des Bräters fallen. Aber dann hat er seine wunderbare Wirkung schon entfaltet. Und er hat sich mit dem Geschmack der Wurzeln verbunden. Das ist einzigartig. Einfach köstlich. So, jetzt nehme ich ein bisschen Olivenöl. Ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Und schon wieder haben wir ein fantastisches... Ich meine, jeder hat schon mal Pastinaken gegessen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute sagen, dass sie diese Wurzeln gar nicht mögen. Aber sie sind ein fantastisches Gemüse. Mit ein bisschen Honig und Thymian, nicht zu viel Salz und Pfeffer, noch dazu vorgekocht, sind die Dinge einfach fantastisch. So, ich habe hier ein paar Kartoffeln, die ich in kochendem Salzwasser vorgekocht habe. Etwa 10 Minuten lang. Okay. Und der Grund, weshalb man Kartoffeln vorkocht, ist, weil Kartoffeln wirklich wichtig sind. Jeder von uns mag Pommes frites oder auch Folienkartoffeln oder diesen herrlichen, köstlichen Kartoffelbrei. Kartoffeln sind das Königsgemüse, wie ich meine, und jeder, der anderer Meinung ist, ist ein Lügner. Weil sie wirklich wichtig sind für den ganzen Körper und so. Also, wenn man sie vorkocht, werden sie leicht und locker. Und während sie man dann brät, werden sie wirklich knusprig. Und wenn sie knusprig und weich sind, sind sie fabelhaft. Also, ich mache jetzt Folgendes. Ich stelle jetzt das Gemüse in den Ofen, wo die Hühner sind. Und wie man erkennen kann, sind die Hühner wirklich noch nicht fertig. Sie sind seit einer halben Stunde drin und fangen gerade erst an, Farbe anzunehmen. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme jetzt die Hühner, geh da rein. Ich nehme sie hier raus und tue sie nur für einen Augenblick hier rein. Man kann sie auch auf dem Brett oder eine große Schale tun. Na los, komm raus, Kumpel. Es dauert nicht lange. Und wenn ihr auf den Boden von dem Brett da schaut... Das ist lauter wunderbarer Hühnersaft mit all den Kräutern, die gerade anfangen, ihr Aroma zu entfalten. So, und jetzt nehme ich die Kartoffeln. Und die sind irgendwie, wenn ich sie mir genau anschaue, dann sind sie ein bisschen mehlig geworden. Und die will ich jetzt richtig schön knusprig anbraten. Also rein damit. Und, ich kann euch ein Geheimnis verraten. Manchmal sind halbgare Kartoffeln eine fantastische Geschichte. So, einfach ein bisschen wenden. Ja, das müsste reichen. Dann kann man die Kartoffeln zur Seite schieben. Und ich weiß genau, dass das nicht lange dauert. Dann werden sie schön knusprig. Okay. Und wieder rein mit den Hühnern. Und noch etwas, wenn diese Hühner durchbraten. Und zwar auf dem Bett von Kartoffeln. Dann sind das die besten Freunde, wenn ihr versteht, was ich meine. Das wird prima. Dem gebe ich noch eine Stunde. Und alle Welt wird begeistert sein. Ja. Und wenn ihr... Nur für 2 oder 4 Leute kocht, ist die ganze Geschichte simpel. Ich koche heute, ihr habt's ja gesehen, für einen Haufen Bauarbeiter. Da nimmt man eben die 5-fache Menge oder so. So, was mache ich als Nächstes? Ach ja, Blattgemüse. Und das ist wirklich eine komische Sache. Und manchmal muss ich darüber lachen. Mit dem Blattgemüse, weil nämlich keiner... Kein Mensch mag Blattgemüse. Keiner meiner Freunde mag Blattgemüse. Und ich denke, das liegt daran, dass das Zeug einen schlechten Ruf hat, weil es immer weich gekocht wird oder im Wasser schwimmt. Das ist dann immer klitschnass. Meine Oma hat ihren Kohl in so einem riesigen Schnellkochtopf ermordet. Und da ist er immer grau geworden und das Wasser wurde ganz grün. Und das Ganze war eine gewaltige Schweinerei. Und ich habe hier Wirsingkohl. Und der ist ganz ausgezeichnet, wenn er ein bisschen Frost bekommen hat. Das kann man daran erkennen, dass er sich hier am Rand kräuselt. Und das bedeutet, dass da jede Menge Mineralien und Nährstoffe drin sind. Das Zeug ist wirklich sehr gesund. So, einfach die äußeren Blätter abbrechen. Also, ich habe das nicht nur bei Leuten zu Hause gesehen, sondern auch bei Köchen. Das ist echte Verschwendung. Die nehmen die äußeren Blätter ab und werfen sie weg. Was echt Wahnsinn ist.
Denn eigentlich heißt es doch bei Blattgemüse immer, oh, das ist gesund. Und im Allgemeinen gilt, je grüner ein Gemüse ist, desto gesünder ist es. Und die Sache in die Mülltonne zu werfen, ist wirklich verrückt. So, jetzt wasche ich die Blätter ein bisschen mit deinem Wasserhahn. Jedes Blatt hatte ich 2 Sekunden darunter. So. Seht mal, das ist das, was normalerweise weggeworfen wird. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir legen es zusammen. Wir schichten es schön aufeinander. Wir können natürlich auch Folgendes machen. Wir nehmen nur die Hälfte. Einfach aufeinander schichten. Und jetzt schneiden wir den Stiel raus. Hier, das muss weg. Das ist der Stiel. Der schmeckt nicht besonders. Und dann falte ich alles zusammen. So wie eine kubanische Zigarre. Schön aufrollen. Das macht die Sache ziemlich einfach, um es nachher fein zu schneiden. Also, nehmt euch ein Messer und dann geht ihr ganz langsam, vorsichtig durch die Zigarre. Nein, ich meine natürlich durch den Wirsing. Und ich nenne es nicht einmal ein Rezept, obwohl ich sehr viel Lob für das Gericht einheimse. Es ist lächerlich und einfach. So, ich habe hier den Wirsingkohl. Dann tue ich ein bisschen Olivenöl in die Pfanne. Die Pfanne ist heiß. Und der Kohl ist noch ein bisschen feucht vom Waschen. Und so, rein damit. Also nochmal, das sind die Grünblätter des Wirsingkohls. Sehr schön. Die werden jetzt einfach ein bisschen angebraten. So, und jetzt kommen wir zu dem restlichen Kohl. Da schneiden wir einfach das untere Ende ab. Zack. Und dann sollte man den Kohl einfach teilen. Seht ihr? Und hier kann man ganz deutlich den Stiel sehen. Und den schneide ich raus. Auch das ist wieder leicht und unkompliziert. Und dann wird der Kohl wieder in kleine Stückchen geschnitten. So, der kommt auch in die Pfanne. Und das Ganze braucht etwa 4 Minuten, schätze ich. Geht ruckzuck. So, den Kohl schön umrühren. Aufpassen, dass er nicht anbrennt. Blattgemüse soll nicht gebraten werden, sondern einfach nur halb gebraten und halb gedämpft werden. So wie man es im Wok tut und durch die Feuchtigkeit dämpft er ein bisschen. Die Zeiten sind vorbei, wo man ihn 20 Minuten lang gekocht hat, wie bei meiner Oma. 4 Minuten reichen maximal. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme die Worcestershire Soße und davon gebe ich vielleicht 20 reichliche Spritzer hinein. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Und ich weiß nicht, was es ist. Das ist eine Art, ich schätze, da drin ist getrocknetes Obst oder so. Es ist eine Art Sojasauce, sehr salzig und ziemlich würzig. Und das zu dem Kohl ist total abgefahren. Ihr könnt ihn nachher mit Kartoffelbrei essen oder zu Pommes und Steak. Das ist fantastisch. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass es wirklich gesund ist, da in ihm sehr viel Grün ist. So, und das Ganze wird ständig gewendet. Großartig, diese grünen Verzierungen. So, jetzt koste ich mal. Mit ein bisschen Salz. Ist ja ganz toll. So, die Flamme stelle ich jetzt schon runter. So, der Wirsing kann hier eine Weile stehen bei abgestellter Flamme. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich kümmere mich als nächstes... Was ist? Wie lange dauert's noch? Was gibt's? Wir verhungern. Okay, Leute, gebt mir noch 4 Minuten. Ich mache noch eine Soße. Was treibt ihr denn da? Ich sage euch eins, diese Bauarbeiter, die sind alle so muskulös. Das sind ziemlich kräftige Burschen. Und ich habe denen gesagt, ich koche nur ein kleines Mittagessen. Einen kleinen Braten oder sowas in der Art. Und da werden die Jungs total feminin. Sie holen Luftpolsterfolie und machen Tischdeckchen und so. Total schräg. Ich habe ja den Verdacht, dass alle Bauarbeiter leicht tuffig sind. Die machen dann so verrückte Sachen wie Ballett in ihrer Freizeit. Oder schmettern zu Hause kleine Opernarien. So, hier haben wir unsere Vögel. Das ist doch der Wahnsinn. Seht euch das an. Ist das nicht wunderbar? So, mein Gemüse ist auch gar... Sehr schön. Guckt euch das an, wie das aussieht. Also Blattgemüse, super Karotten, eine Batterie unglaublicher Hühner, dann Bratkartoffeln, die nicht von dieser Welt sind. Es gibt, glaube ich, keinen, der die nicht liebt. Alles hat eine wunderbare Farbe. Und dann haben wir noch die Wurzeln. Hier, seht euch diese Pastinaken an. Ich stelle das Blech nochmal in den Ofen, damit es warm bleibt. Aber den Ofen kann ich schon abstellen. Also das Gemüse war jetzt eine halbe Stunde drin, bei ungefähr 220 Grad. Auf ein paar Grad mehr oder weniger kommt es nicht an. Tja, und die Hühner, die waren ungefähr 1,5 Stunden drin. Die wogen immerhin fast 2 Kilo und brauchen etwas länger. Die können in aller Ruhe vor sich hin brutzeln. So, jetzt stellen wir das Blattgemüse zur Seite. Steht das fest? Und jetzt hole ich mir ein großes Brett und darauf serviere ich die Hühner. Ich will mir das Leben ein bisschen leichter machen, ehrlich gesagt. Ich kann sie unten tranchieren, denke ich. Und oh, die Zitrone riecht fantastisch. Man merkt, dass das Huhn gar ist. Wenn man sich die Beine ansieht, die brauchen am längsten. Und wenn man jetzt das Bein rauszieht... Hier, einfach reingreifen. Das ist ein wunderbares Stück Fleisch. Da sieht man, hungrig, das heißt. Also da spürt man sofort, dass sie gar sind. Meine Güte. Und die Kartoffeln, die tue ich einfach in den Topf. Ich will das möglichst unkompliziert machen, weil ich nachher nicht so viel abwaschen will. So, die kommen da rein und die stelle ich nachher nochmal warm. Köstliche Kartoffeln. Eine für mich. Oh, sind die lecker.
Ab damit in den Ofen. So, wenn ihr euch jetzt den Boden des Bräters anseht, da hat man, wenn man diese Vögel brät, ganz wunderbares Zeug drin. Und das werde ich jetzt alles aufkochen. Und eine schöne Soße herstellen. Und dazu muss ich Folgendes sagen. Wenn meine Mom eine Soße macht, dann nimmt sie dieses Soßengranulat, tut es in die Pfanne und kocht es einfach auf. So kann man es machen, aber wenn man eine richtig gute Soße machen will. Seht ihr diese Knoblauchzehen und das Zeug von der Marinade da? Das alles hat wunderbare Aromen, die in die Soße hineingehen. Hier, und das ist dieser Saft. Der ist die Basis für die Soße. Und um ehrlich zu sein, da ist auch nicht besonders viel Fett drin. Das ist schon in die Kartoffeln eingezogen. Okay, da ist ein bisschen Fett. Und ich hole meine Gabel. Ich zeig's euch. Ah, dich habe ich gesucht. Und damit zerdrücke ich den Knoblauch. Einfach die Zehe ausdrücken. Einfach zerdrücken. Das ist ein wunderbares Aroma. So, jetzt wird alles zerquetscht auf dem Boden des Bräters. Und wenn es anfängt zu kochen, sieht man, wie sich das Fett vom Saft trennt. Es zerteilt sich. Und wenn da viel Fett drin ist, dann schüttet ihr es weg. Lasst einfach nur ein paar Esslöffel im Bräter. Und dann geht's weiter. Ihr nehmt ein bisschen Mehl, streut es drüber. Und damit wird das Ganze zu einer einigermaßen dicken Soße. Das ist der Moment, in dem man Alkohol hinzutut. Rotwein, Weißwein und wenn es ganz feudal sein soll, tut man Masala hinzu. Also irgendwelche Alkoholiker. Ich gebe nur Wasser hinzu. Und jetzt bringt man das Ganze zum Kochen. Reduziert es und es wird ein wenig dunkler. Man kratzt die ganzen guten Sachen vom Boden ab. Und dann hat man eine super, selbstgemachte Soße. Sie ist fast fertig. Ich lasse jetzt noch 5 Minuten vor sich hin köcheln, bis sie die richtige Konsistenz hat. Dann passiere ich sie durch ein Sieb in einen Krug und fertig. Ich habe mein Wirsing, ich habe meine Karotten, ich habe meine Soße, ich habe meine Hühner da drüben stehen. Das andere Gemüse ist auf dem Blech im Ofen und, Männer! Essen ist fertig, jetzt geht's los!